Ich grüße dich, Engel. Es geht weiter mit uns, nachdem du das letzte Video ja richtig gut verdaut hast. Du hast mich freut. Du willst wirklich weiterkommen. Jetzt das nächste Video. Wir gucken uns an, was bei dir denn alles so Ambach ist. Verstehst du? Also als nächstes. Du zeigst dich mir erstmal gar nicht. Du bist im mittelgrauen, grauen Bereich. Wir haben ja also schon eine Warnkarte. Und vor dir ist wie Nebel, der sich bewegt. Als wenn du die ganze Zeit schnaufst, ausatmest oder versuchst, den Nebel vor deinem Gesicht, vor deiner Latüse, wie ich sage als Berliner, wegzupusten. Aber der sitzt hartnäckig da. Irgendetwas lähmt dich, blockiert dich, lässt dich nicht aufstehen, lässt dich nicht du sein, lässt dich nicht zeigen in deiner unglaublichen Schönheit. Oh, da haben wir aber wieder mal richtig schöne Schwarzmagie, Erna Puperna, bei dir im Feld. Und da ist wieder diese Bitch von Mutter dabei, die dich wie blockiert, manipuliert hat, die dich nicht sehen wollte, weil du ja unerwünscht bist und warst. Hat die dich wie vor diesen schwarzmagischen Nebel gestellt und dieser Nebel lebt, Engel. Sprich, der passt sich dir an. Weil Nebel, verstehst du, ich puste und du gehst weg, bleibt der Nebel ja da, wo ich hingepustet habe, verstehst du? Dieser Nebel, der ist lebend, das heißt, gehst du nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, dieses Miststück kommt immer mit dir mit und stellt sich vor dich hin. Du hast dieses Gefühl, ich bin nicht da, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wahrgenommen, ich fühle mich nicht als Teil dessen, wo ich bin. Ich rede aber, ich rede wie durch eine Wand, wie durch ein Buch, wie mit einem Buch und es kommt einfach nichts an von dem, was ich sagen will. Selbst wenn du da versuchst, gegenzuhämmern, das knallt und das bumpert, logisch, wie als wenn man gegen eine Tür knallt, aber du kommst durch diesen Scheißnebel nicht durch, du kannst dich nicht sehen, du kannst dich nicht zeigen, du möchtest tanzen, du möchtest ein Kleid anziehen, du möchtest über deine Wiese hüppeln. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich gucke gerade auf türkis, petrolfarbenes Wasser. Okay, das ist also der Hinweis der geistigen Welt, dass ich das damit bereinigen soll. Okay, interessant. Wirklich wunderschöne türkisfarbenes Wasser. Halleluja, Halleluja, Engel. Ha. Halleluja, die Schultern gehen runter. Dieser Rauch ist auch toxisch. Du kannst ja dann nicht atmen, kriegst ja keinen Sauerstoff, man will dich ersticken. Also sie will, sie hat es gemacht, um sich ihre Sünde Erna Puperna, nicht ansehen zu müssen, verstehst du? Sie hat ihre Sünde, du Erna Puperna, hat sie geblockt mit diesem Rauch. Halleluja. Das ist so wie, der hat dich hier vorne am Schlawittchen, verstehst du? Drück zu. Vielleicht erstickt sie ja daran. Weil das ist ja dann der Rauch. Wenn sie daran zugrunde geht, wenn sie da jetzt stirbt, bin ich gar nicht schuld. Nein. Das Wasser meiner Hände in Unschuld. Weil es war ja der böse Rauch, der mein Kind getötet hat, die mir jeden Tag zeigt, was ich für eine Schlampe und für eine Hure und für eine Versagerin bin und für ein böser Mensch. Aber wenn ich es mir nicht angucke, dann bin ich es ja nicht. Wir ignorieren ja ganz standhaft. Halleluja. Jetzt wird's besser, Engel. Jetzt ist schon weiß, neblig, das heißt, die Energie kommt raus. Halleluja. Also, wird rausgezogen aus dem grauen Gedöns. Halleluja. Oh, ist das schön, Engel. Ich kann atmen. Meine Nasenlöcher hier öffnen sich alle. Die Kiemen öffnen sich langsam. Die waren ganz verkrustet. Du kannst tiefer atmen. Die Lungen gehen auf.
Du stehst jetzt da mit deinem inneren Kind. Ihr habt so wie Forken in der Hand und ihr prügelt ein auf dieses Miststück von Mutter und stecht ihr die rein. Also so richtig die ganze Wut, das macht ihr, nicht ich. Ja, also hier, Brote. Ihr stecht da rein und schreit und prügelt und schlagt auf sie ein. Ihr seid da, ihr habt ein Recht da zu sein, ihr habt ein Recht laut zu sein, ihr habt ein Recht euch zu zeigen, ihr habt ein Recht Liebe zu empfangen und ihr habt ein Recht Ungerechtigkeit auszudrücken und zu zeigen. Und ihr prügelt und ihr prügelt und ihr prügelt diesen Dämon in Anführungsstrichen in die Knie. Wenn du das Gefühl hast, deine Kleine und du, ihr habt genug geprügelt, also ausmachen Video und dann wieder anmachen, bitte. Halleluja. Völlige Erschöpfung, aber Licht ist da, endlich das Licht. Mutter Sonne bestrahlt euch, wärmt euch, nährt euch, zeigt euch den Weg raus aus eurem eigenen schwarzmagischen Gefängnis. Das ist wie so eine Art Lichtstrahl, und dort habt ihr euch jetzt angefasst und geht da raus in Richtung Sonne. Achtung, draußen ist hell, Erna Poperna. Vorsichtig, bitte. Boah. Mit jedem Schritt, Engel, den du jetzt wie so eine alte, ganz richtig alte, schwerfüßige, vor Schmerz durchzogene Frau läufst. Du weißt, deine Zahl ist nur eine Zahl, die du mir gegeben hast. Nicht mehr und nicht weniger. Du läufst dich frei, Engel. Zum ersten Mal läufst du dich frei aus den Katakomben. Du weißt, der Leichen im Keller der Familie, der Community. Du läufst dich frei aus diesen Katakomben und du merkst es richtig. Mit jedem Schritt lässt du ein Stück dieser Verstrickungen, dieser Schnüre, dieser Schwüre, dieser Eide zurück. Es bricht immer mehr aus dir, aus deinem System heraus. Du läufst, du kämpfst dagegen, weil das will dich ja festhalten. Das ist ja wie Kleber. Du sollst das ja weiter nähern, dieses Konstrukt. Und du willst nicht mehr. Die sollen alle jetzt lernen, für sich alleine einzustehen und du, Erna Poperna, stehst für diese Mistmann nicht mehr zur Verfügung als Energiepotenzial. Und jetzt reißt du dir praktisch diese alte Lumpe, diese Klamotten, diese Masken, diese Haare, was da drum ist um deine Haare, verstehst du? Du reißt es dir ab, die alten Schlüpper, die alten Socken, die alten Hosen, du reißt dir das ab, du willst nackt dastehen, wie Gott dich schuf. Um herauszufinden, wie fühle ich mich denn an, ohne dieses ganze Dreckzeug. Mann, ich habe wieder voll die Gänsepelle, Erna. Wir sind auf dem Weg. Wie fühle ich mich denn an, ohne den ganzen Scheiß? Wie spüre ich mich denn? Oh, das fühlt sich ja herrlich an. Das fühlt sich wundervoll an. Meine Haut ist so weich wie Ebenholz, so rein wie Ebenholz, so schön wie Ebenholz, so strahlend. So gesund und nährend. Du bist jetzt draußen. Und das ist wie so ein, weißt du, wie die, wenn ein, nicht ein Hamster, Maulwurf, weißt du, diesen Gang da. Und du stehst da und guckst in den Gang rein. Von deinem Gefängnis. Und du spürst zum ersten Mal, du bist frei. Da tut richtig weh, alle Nasenlöcher, alle, was jetzt offen ist, was atmen kann, ohne dieses giftige Gasgedöns. Alles ist offen und die Energie schießt durch und Mutter Sonne schießt durch deine Meridiane, durch alle Synapsen durch und reinigt und pustet alles frei. Dein ganzer Körper kribbelt, dein ganzer Körper bebt, dein ganzer Körper vibriert. Das Leben, das Licht, die Liebe Gottes fließt durch deine Adern, wird durch deine Adern geschossen, damit du dein wahres Sein, dein wahres Ich erkennst. Diese raue See im Fernseher, die wird jetzt ganz ruhig.
Das heißt, das System Erna-Properna ist durchgespült und durchgewaschen. Kann sein, dir ist schwindelig. Glücksgefühle, Hai, göttliches Valium, fließt in dein System. Verschmiert die Wunden, die durch diesen Nebel entstanden ist, damit dein System heilt. Verständnis kommt, Gottesliebe, Dankbarkeit, Frieden, absolute Freiheit für jede Zelle deines Körpers. Die letzten Anhaftungen astralen ätherischen Bänder aus dem unteren Rückenbereich, wo du immer wieder Probleme hast teilweise, bis in den rechten Pobacken, Oberschenkel, die zwubbeln sich raus und fallen alle in deinen Lavasee. Du gehst jetzt wie eine Anhöhe hoch, bitte, und oben auf der Anhöhe findest du einen Stab mit einem roten Button drauf. Wenn du da oben angekommen bist, dann haust du mit aller Wacht auf den roten Button und das ganze Tunnel der Maulwürfe, der wird geflutet mit deinem Lavasee, sodass du nicht mehr da unten rein kannst und da keiner raus kann, um dich wieder dazu zu animieren und zu gaslighten, da wieder reinzugehen, damit die weiter durch dich mit dir leben können. Und wenn praktisch bis zu deinen Füßen dann der Lavasee aufgestiegen ist, dann machst du das Video bitte wieder an. Also vorher aus, logischerweise. Halleluja. Du fühlst dich wohl mit dem Plätscher deines Lavaseewassers. Es ist so angenehm, es ist so heimlich, es ist so zu Hause. Es ist ein solcher Frieden jetzt in deiner Umgebung, in deinem Sein entstanden, wie du ihn noch nie gespürt hast. Und all der Schmerz und all der Kummer, der mit dieser Zwiebelschicht einhergegangen ist, ist komplett auf Null und in einer absoluten Neutralität. Du hast gelöscht, was zu löschen ging, und du hast es mir erlaubt. Und du drehst dich jetzt auf. Und das ist so wie, als wenn du jetzt auf völligem neuen Brachland bist. Und du fängst jetzt an, dieses Brachland zu roden, nutzbar zu machen für dich, um dort Dinge anzupflanzen, die endlich mal dir, deinem Sein und System nähren sind. Also du fängst jetzt mit was komplett Neuem an, was das immer ist. Okay, Engel, das nicht in Worte fassen, sondern fang doch mal erstmal an, diese ganze Ecke, diesen ganzen Bereich jetzt zu roden, das Holz in irgendwelche Schuppen zu bringen, dass du im Winter dann was hast zum Heizen. Wir geben dem Kind nur einen Namen, keine Sorge. Und schau, was für ein Boden kommt, Lehmboden. Da kann man dieses und jenes anpflanzen, verstehst du? Und du kannst jetzt endlich mal die Früchte deiner Arbeit dann sehen und genießen und musst nicht mehr auf Brotkrumen von anderen hoffen. Der weiße Heilnebel hat dich eingeschlossen, du bist wie in Abrahams Schoß, du bist in der absoluten Friedlichkeitsenergie, Glückseligkeitsenergie. Es war schön mit dir, mein Engel. Ich knuddel dich, ich buddel dich. Genieße dein neues Sein und finde heraus, wer du bist, ohne diesen magischen Heilnebel, ohne diesen magischen, schwarzmagischen Nebel. So, Punkt. Mach's gut, Engel.